2000 Jahren gibt es eine Monarchie in Dänemark, ununterbrochen, seit die Wikinger Gorm und Harald Blauzahn damit anfingen. Doch Margrethe II. Wäre wohl nicht mehr Königin auf Schloss Amalienborg, wenn sie ihre lebenslustigen Dänen nicht überzeugt hätte, dass sie eine von ihnen ist. Das älteste Königshaus Europas ist zugleich das modernste. Wenn auf Amalienborg gefeiert wird, geht es hoch her. Mit aristokratischer Etikette, aber auch ausgelassen dänisch. Noch nie war das Königshaus so beliebt wie heute. Graffiti an den Fenstern wirken da wie Botschaften aus der Fangemeinde. Es ist vor allem Königin Margrethe zu verdanken, dass die dänische Monarchie im Gegensatz zu anderen Königshäusern so unumstritten ist. Auch ohne den Glanz der Krone wäre sie eine außergewöhnliche Frau, natürlich vielseitig begabt. Die Dänen lieben sie. In ihrem kleinen Arbeitszimmer in Amalienborg organisiert sie mit Hofmarschall und Sekretär ihre staatlichen Pflichten. Wenn der Dackel es zulässt. Heute ist das alles Routine. Aber als sie mit gerade 13 Jahren erfuhr, dass sie einmal Königin sein würde, erschien die Aufgabe doch bedrohlich. Ich hatte keine Angst, mir war das alles damals aber sehr peinlich. Ich war in einem Alter, in dem ich nicht besonders auffallen wollte. Und dann dieses Aufsehen. Gut, ein wenig Angst hatte ich schon, aber wenn man mich damals gefragt hätte, hätte ich gesagt, mir ist das unangenehm. Dann, mit 13 Jahren, immer daran zu denken, wenn einmal dein Vater stirbt. So empfand ich das damals. Eine Woche vor Margrethes Geburt marschierten am 9. April 1940 die Deutschen in Dänemark ein, einer der dunkelsten Augenblicke in der Geschichte des Landes. Anders als in Norwegen harrten König und Kronprinzenpaar in Kopenhagen aus. Die Geburt der Tochter Margrethe nannten die Dänen einen Lichtstrahl in dunkler Zeit. König Frederik IX. Und Königin Ingrid, eine Schwedin, bekamen noch zwei weitere Töchter, ein Thronfolger blieb aus. Der politisch realistische Vater handelte mit dem Parlament eine Verfassungsänderung aus, die männliche Erbfolge wurde abgeschafft. Die junge Kronprinzessin wurde sorgfältig auf die spätere Aufgabe vorbereitet. Während ihres Studiums in London lernte sie den französischen Diplomaten Graf Henri de la Borde de Montpezat kennen. Der Horizont stand in Flammen, beschreibt sie später diese Liebe auf den ersten Blick. Die Hochzeit wurde glänzend gefeiert, schließlich ist man mit dem gesamten europäischen Hochadel verwandt. Zugleich blieb es aber auch eine typisch dänische Familienfeier, auf der Margrethe mit ihrem französischen Mann so richtig schwufen konnte. Durch meine Mutter, die ja Schwedin ist, haben wir seit Generationen auch französisches Blut. Der erste schwedische König der Neuzeit war ein Bernadotte, einer der Marschälle Napoleons. Meiner Mutter war das immer bewusst, sie sprach viel darüber. Wir machten immer Witze, dass die verbliebenen französischen Wurzeln darin bestehen, dass wir ständig über Essen reden
Und zwar mit Händen und Füßen. Das soll ja typisch französisch sein. Which is supposed to be very French. Auf den Balkon vors Volk treten, eine Übung, die sie 1972 nach dem Tod des Vaters erstmals als Königin vornehmen musste. Seitdem ist der Balkon von Amalienborg für sie und die Familie ein vertrauter Platz geworden, für das Volk der Dänen ebenfalls. Ganz verflogen ist das Lampenfieber jedoch auch heute nicht. Doch Margrethe II. Geht gern hinaus. Keine Pflicht, die Krone zu legitimieren, sondern das Vergnügen, von ihren Dänen herzliche Zuneigung zum Geschenk zu bekommen. Anfangs hatte ich Angst, aber mein Vater hat immer gesagt, das musst du nicht, die Menschen wollen dir nur Gutes wünschen. Er sagte auch, das vergesse ich nie, steh da nicht so steif rum und winke. Er verstand etwas von Gesten, er war ja nicht von ungefähr ein Dirigent und hatte Sinn fürs Theater, ohne dabei populistisch zu sein. Du musst den Applaus entgegennehmen, sagte er. Aber damals konnte ich das nicht. Aber ich erinnere mich immer noch daran, auch wenn es mir nicht gelingt. Der Applaus kommt ja wirklich von Herzen. Man muss ihn richtig entgegennehmen. Da ist ja viel Wärme dabei. Der Balkon von Amalienborg ist ein Gradmesser für königliche Bürgernähe. Margrethe II., Prinzgemahl Henrik, Kronprinz Frederik, sein Bruder Prinz Joachim, nebst Frau Alexandra, die beiden Schwestern, die Prinzessinnen Benedikte und Annemarie, die ganze königliche Familie auf dem Balkon und die Dänen feiern, als ob sie im Fußball gesiegt hätten. Nicht nur der Balkon, auch das Theater ist eine Bühne, die Margrethe II. Liebt. Sie entwirft Dekorationen, Kostüme. Als Königin bleibt sie dabei, bis die Inszenierungen fertig sind, die Arbeit also getan ist. Der Beifall gehört auch ihr. Der unkönigliche Knicks vor dem Publikum bedeutet Dank und Anerkennung einer Leistung. Sie ist mit ihrem Volk auf Augenhöhe. Das Künstlerische, besonders die Malerei, beschäftigt sie seit langem. Eine Faszination, die sie nicht allein mit ihrer Familie und dem Dackel teilt. Sie stellt ihre Malerei aus, veröffentlicht ihre Übersetzungen aus mehreren Sprachen. Ihre Collagen sind allgemein bekannt. Gewänder für Kirchenmänner hat sie entworfen, ein Multitalent, das sich der öffentlichen Kritik stellt. Sie reiht sich ein in die dänische Künstlerzunft. Wenn eine Ausstellung bevorsteht, überlässt Margrethe nichts dem Zufall. Ob im Theater, im Atelier oder am Schreibtisch beim Übersetzen, der Balkon von Amalienborg liegt oft im Parterre, ganz bürgernah. Man hat mich ernst genommen, das freut mich. Ich weiß, ich bin nicht das Riesentalent, aber die Menschen nehmen meine Sachen ernst. Die französische Schriftstellerin Simone de Beauvoir bewundere ich, habe ein Buch von ihr übersetzt. Nur die späteren Sachen von ihr mag ich nicht so gern. Da muss etwas mit ihr passiert sein. In ihrem früheren Werk hatte sie mehr Herz. Ist sie zu einseitig geworden, zu feministisch etwa? Einseitig vielleicht, in jedem Fall ihr Lebensgefährte Jean-Paul Sartre hat ihr nicht gut getan. Auch Musik spielt im dänischen Königshaus eine Rolle. Wenn sich Henrik, der Prinzgemahl, an das Klavier setzt, dann steht Hausmusik auf dem Programm. Das über sich ergehen zu lassen, fällt den Herren Söhnen ebenso schwer wie früher die autoritäre französische Erziehung, mit der sie vom Vater als Kinder traktiert wurden. Sie zollen der gediegenen Darbietung des Papas, denn auch eher pflichtbewussten Respekt. Die Mama, so wissen sie, kann da ganz anders Musik machen.
verfalle. Zum Beispiel, als Hendrik 60 wurde. Übt sich langen, Tag sangen, lernt mir exotischen Tanz. Margrethe hatte ein Geburtstagsmusical arrangiert, in dem der Prinzgemahl einiges zu hören bekommt. Über seinen unausrottbaren französischen Akzent im Dänischen, über sein Tennisspiel, in dem er erst nach einer Zigarette zu Form aufläuft. Man stelle sich vor, eine Königin, übrigens als Kind Daisy genannt, mit ihren Comedian-Harmonists in London, Stockholm, Madrid oder Den Haag. Die Daisy Sisters rühmen aber auch Henriks gallischen Charme, seinen Stil, Qualitäten, denen Mädchen verfallen. Aber lieber ihn, den 60-Jährigen, als einen heroischen Superman à la Dick Tracy. Und zum Schluss herzlichen Glückwunsch auch noch von Daisy. Sinn für Humor, ja, den habe ich vielleicht. Man kann da nie so sicher sein, wann er angebracht ist. Nun, Dänen lachen nun einmal gern und mir fällt das auch nicht sehr schwer. Danes like to laugh and smile and I don't find that very difficult either. Viel zu lachen bei Hof haben auch die Dackel. Von jedem Protokoll befreit sind die Kurzbeiner die wirklichen Herren. Gemalt oder besungen ist das inoffizielle Wappentier noch nicht, aber die künstlerischen Möglichkeiten sind ja da. Als einen Dackel der Unfalltod ereilte, herrschte für geraume Zeit doch sehr bedeckte Stimmung im sonst so heiteren Amalienborn. Im Sommer ziehen die Königin und ihr Prinzgemahl gen Süden, auf Henriks Liegenschaften in Südfrankreich. Henri de la Borde de Montpezat stammt aus Cahors. Hier liegt der Familiensitz Caïch. Skandinavischer Norden und mediterraner Süden, Kontraste, die für Margrethe ein Quell für Kraft und Fantasie bilden. Auf Caïch produziert Prinz Henrik Wein, weißen und roten, der unter den Titeln La Cigarelle du Prince de Danemark und Gobelin gern in Amalienborg bei Festdiners eingeschenkt wird. Dänischen Nebel vertauscht die Malerin Margrethe auf Caïch mit mittelmeerischem Licht. Aber ein Rest nordischer Dunkelheit scheint zu überleben. Kritiker sagen, wäre sie nicht Königin, sie könnte auch als Malerin überleben. Der Markt in der Nachbarschaft bietet alle jene Waren, die die Menschen im Norden vermuten lassen, Gott lebe mit Hauptwohnsitz in Frankreich. Dänemark hat zweifellos eine erfolgreiche Landwirtschaft, aber das einheimische Angebot von Kohl und Schweinespeck erscheint denn doch eher karg angesichts der überbordenden Vielfalt von Cahors. Margrethe II. Versteht sich aufs Einkaufen auf dem Markt. Dörfliches Leben ist ja typisch für ihr Dänemark. Hier in Cahors kann sie allerdings ein Privileg genießen. Man nimmt von der hohen Dame keine Notiz. Mit ihrem fließenden Französisch fällt sie ohnehin nicht auf. Und dem Adel kommt in der Republik 200 Jahre nach der Revolution keine Bedeutung mehr zu, wenigstens offiziell. Aber auf dem Markt in Cahors sowieso nicht. Der Markt, die Landschaft, das Weingut. Aus Prinz Henrik scheint wieder Henri zu werden. Und Königin Margrethe spürt das französische Blut mütterlicherseits. Thank you.
Ich hoffe, ich verwandle mich dort unten nicht, aber bestimmte Seiten treten stärker hervor. Wenn ich Französisch spreche, ich sehe das auf Fotos, passiert etwas mit meinem Gesicht. Man kann nicht Französisch mit unbewegtem Gesicht sprechen, man braucht dazu alle Muskeln. Wie ist das im Dänischen? Dänen reden ununterbrochen, machen aber den Mund nicht auf. Ich liebe an Südfrankreich, dass man einfach auf den Markt gehen kann. Das geht so nicht in Dänemark. All diese Früchte, das Gemüse, die Hühnchen, der köstliche Käse, das macht Spaß. Die Menschen dort sind sehr nett zu mir. Sie erkennen mich zwar, lassen mich aber in Ruhe. Die königliche Yacht Dannebrog ist oft im Einsatz, denn Königin Margrethe herrscht über 406 Inseln, ungefähr 100 davon bewohnt, die Dänemark ausmachen. Die Färöer im Nordatlantik gehören dazu und Grönland. Die ehemalige Kolonie genießt heute eine teilweise Selbstständigkeit, doch der Drang zur vollen Unabhängigkeit ist groß. Margrethes Popularität hat das jedoch nicht geschadet. Sie muss sich nicht verkleiden, hier ist sie Färöerin. Dass Krone und Kolonialismus heute nicht mehr in einem Atemzug genannt werden, hat auch sie bewirkt. Mit ihrem überzeugenden Interesse an Sprache, Kultur und Gebräuchen in dieser abgelegenen, rauen Inselwelt im Nordatlantik. Willkommen. Natürlich wird der Kettentanz zelebriert. Ein fast mystisches Zusammenrücken der Menschen, das Schutz, Nachbarschaft, Gemeinsamkeit bedeutet. Die Königin reiht sich ohne Getue in die Färöerkette ein und da wieder einmal getanzt wird, tut sie es mit besonders großer Freude. Die Färöerinseln und Grönland haben eines gemeinsam, sie sind verdammt weit weg von Kopenhagen. Die Gesellschaft auf dieser kleinen Inselgruppe ist ganz anders. Es ist eine spektakuläre Landschaft, schwarzer Basalt, der sich steil aus dem grauen Atlantik erhebt. Im Sommer sind die Färöerstrahlen grün. Die Wolken brechen plötzlich für eine Sekunde auf, wie ein Scheinwerfer läuft die Sonne den Berg hinunter und dann wieder hinauf. Das Gras ist dann smaragdgrün. Es ist eine Freude, das zu sehen. Und dann die Färöer, die mag ich wirklich, die haben etwas. Zu den 406 Inseln Dänemarks gehört auch die größte der Welt, Grönland. Die unwirtliche Natur, die Stille, die Weite haben Generationen von Dänen fasziniert. Mancher ist nicht mehr ins enge Mutterland zurückgekehrt. ...50.000 Grönländer leben heute auf der Rieseninsel, gerade so viel Einwohner wie in einem Kopenhagener Vorort. Grönland genießt zwar eine Teilautonomie, gehört aber formal noch zu Dänemark. Alte Eskimo-Traditionen leben weiter im ständigen Konflikt mit der Moderne. Grönland und seine Menschen gehören zu den Lieblingszielen der Königin. Wohlfahrt für die Inuit, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch strenger Schutz für die verletzliche Umwelt beschäftigen Margrethe sehr. Und wenn der grönländische Ministerpräsident Jonathan Motzfeldt, Chefpolitiker der Grönländer, seine Königin spontan zum Tanz auffordert, bekommt er einen Korb. Kein einheimischer Trommeltanz allerdings, aber auch den würde Margrethe sicher stilgerecht bewältigen. Ein Abschiedslied von Boot zu Boot auf Grönländisch. Es sind solche Gesten, die Margrethe, Königin der Dänen und auch der Grönländer, immer wieder auf die Insel zurückkehren lassen.
It's always had a very special place in my Grönland heart. Hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Auch die Menschen dort, die sind sympathisch, wundervoll. Das Land ist einmalig, so riesig. Wenn man aus Dänemark kommt, ein sehr kleines Land, kaum Berge. Und ziemlich dicht besiedelt. Dann dieser gewaltige, menschenleere Raum, gewaltige Fjorde und riesige Berge, weite Schneelandschaften, diese Schönheit berührt einen sehr. Im Norden Grönlands fährt die dänische Armee die härteste Schlittenpatrouille der Welt, die Sirius-Patrouille, ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Kronprinz Frederik hat sich den zweimonatigen Strapazen unterzogen, den Norden Grönlands mit Hundeschlitten durchquert. Es war nicht immer so lustig wie hier im engen Zelt, wo der Kronprinz zusammen mit seinen Kameraden den Trommeltanz intoniert. Eisbären, Blizzards, Eisspalten können auf der Sirius-Patrouille schnell den Tod bringen. Die Mutter war indes nicht besorgt um den Sohn, eher neidisch, als sie ihn auf halber Strecke im Eis besuchte. Grönland ist schon ihr Jugendtraum gewesen. Warum also Sohn Frederik an der Schlittentour hindern? Vor anderthalb Jahren fragte er mich, was ich davon hielte, wenn er an der Expedition teilnehme. Alles, was ich dafür tun kann, tue ich, sagte ich. Diese Chance hat man nur einmal im Leben. Mach es. Kronprinz Frederik, vom französischen Papa eher eine harte Hand gewohnt, weiß, was er an seiner Mutter hat. Mama, du hast deine Lebensfreude, deine Wärme und Begeisterung für alles Künstlerische mit uns geteilt. Deine Pflichten haben dich oft in die Ferne gerufen, doch wenn du bei uns warst, warst du es voll und ganz. Du hast nie uns abends eine x-beliebige Geschichte vorgelesen, damit wir Kinder nur schnell einschlafen. Du wolltest mehr für uns tun. Du hast immer das gesucht, was für uns wichtig ist, manchmal Aufregendes, manchmal Einfühlsames. Wenn Königin Margrethe ein Laster hat, dann das Rauchen. Der königliche Hoflieferant für Tabakwaren hat in ihr eine gute Kundin. Sie bevorzugt die kräftige griechische Marke Karelia. Kritik am Rauchen in Amalienborg, vor allem aus dem Ausland, weist die Familie entschieden zurück. Das sei schließlich ihre Privatsache. Und das freut wiederum die individualistischen Dänen, die für solche Einmischungen nur wenig Sinn haben. Auch mancher Botschafter aus fernem Lande weiß die Offenheit bei Hof zu schätzen, wenn er seine Aufwartung in Amalienborg macht. This is the light one and this is a heavier type. Ihre Neujahrsansprachen im Fernsehen sind Quotenhits, machen Chefredakteure glücklich. Denn dann liest Margrethe ihrem Dänen oft die Leviten. Es sei ein Missverständnis zu glauben, nur alles Dänische sei gut, alles Fremde verdächtig, nur weil es fremd ist. Einen abweisenden Nationalismus, der sich in Fremdenhass und Geringschätzung der anderen äußert, können und müssen wir aufgeben. So etwas ist in Wahrheit undänisch, es passt nicht zu uns, es ist überhaupt nicht unsere Art. Mich freut, dass die Menschen meinen Worten folgen wollen. Gleich nachdem ich Königin geworden war, wollte ich etwas sagen, auf das man hören konnte, etwas mit Inhalt. Nicht nur schönes neues Jahr, das ist nicht sonderlich interessant. Es sollte etwas sein, das ich auch mir selbst sagen würde. Gelegentlich muss sie noch ihren Mann stehen, wie etwa bei ihrem Kavallerieregiment. Daran hat sich nichts geändert. Die Pferde der königlichen Kavallerie zumindest tragen das Ergebnis der veränderten Thronfolge mit Gleichmut.
Während Geburtstagsfeiern angesagt sind und die Königin durch die Lande fährt, zeigt sich, dass die Dänen ihre Monarchie mehr denn je akzeptieren. Ihr Vater Frederik IX. Musste noch fürchten, dass die Tage der Krone gezählt seien. Margrethe hat die Monarchie bei den aufsässigen, widerborstigen Dänen fest verankert. Volkstümliche Lebensart hat sie zusammengebracht mit Kunst und Bildung. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in Dänemark, das heißt, glaube bloß nicht, du bist wer, wir sind alle gleich im Dorf. Die Königin beherzt es, kennt aber auch die Grenzen volkstümlicher Gleichheit. Wir sind wie ein großes Dorf, jeder kennt jeden im Land. Wenn sich Dänen draußen in der Welt treffen, stellt man mit größter Sicherheit gleich Gemeinsamkeiten fest. Nicht, dass man Däne ist, sondern dass man jemanden kennt, der in derselben Schule war, oder der Cousin kennt jemanden aus der Schule. Man hat sich vorher noch nie getroffen. Die gute Seite des Dorflebens, die das sogenannte Jente-Gesetz beschreibt, ist, man kennt sich, gehört zusammen. Eine schlechte gibt's aber auch. Man weiß nicht nur, was du zu Abend gegessen hast, sondern auch, was du nicht gegessen hast. Bis ins ferne Sammir hat sich offenbar rumgesprochen, dass Amalienborg gern singt und lacht. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. One Denmark, one nation. One Denmark, one nation. Thank you very much. Politische Macht hat sie nicht, Königin Margrethe, aber die Macht der Sympathie, des Respekts und der Achtung vor ihrer persönlichen Leistung. Sie ist eben eine Frau mit vielen Eigenschaften. Die Dänen mögen das. Margrethe soll so weitermachen in Amalienborg. Ein Votum des Volkes, auf das andere Königshäuser neidisch sein dürften. Man kann von Amalienborg viel lernen.